Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio hier in meinem Manila Let's Play. Letztes Mal war ich damit beschäftigt, hier auf dieser Seite eine ganze Fabrikreihe hinzustellen, die uns erlaubt, hier automatisch so das Nötigste zu produzieren. Derzeit mangelt es an Eisen, respektive Zahnräder, und das ist, weil Eisen Mangelware ist. Aber wir haben versucht, das letztes Mal ein bisschen zu pimpen, indem wir sicherstellten, dass wir hier unten das Band möglichst voll bekommen. Was ich auch noch machen wollte, ist ein paar zusätzliche Labore, so dass wir unsere Forschung etwas pimpen können. Und dann sollte das auch schneller vonstatten gehen, weil derzeit stellen wir mehr Fläschchen her, als wir effektiv verbrauchen. Nun, ich denke, 5 weitere Labore plus das erhöhte Forschungstempo, das dann gleich mal kommt. Das sollte uns doch einiges weiterbringen. Dann hier habe ich gesehen, brauchen wir Tunnels. Weil wir haben vergessen, das Kupfer bis ganz nach oben durchzuziehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das nächste, um was wir uns kümmern müssen, ist Öl. Und da ist die, ich denke, dieses Öl ist ein bisschen geeigneter, weil hier haben wir so ein bisschen einen engen Durchgang. Hier ein bisschen offener. Das hier, das liegt dann doch etwas im zu offenen Bereich. Was fehlt uns hier für eine Motoreinheit? Okay, die kann ich nur in einer Maschine bauen. Zahnräder. Daten brauche ich nicht. Okay, wenn wir Richtung Öl gehen, wollen wir ja eigentlich das Ganze für Kunststoff. Dann lass uns doch das mal anschauen. Ah,
Hab noch etwas Eisenerz in der Tasche. Das nützt da nicht viel. Nun, wie sieht's denn aus? Vier Motoren habe ich, ich brauche ein paar mehr. Ich habe auch grüne Fläschchen in der Tasche. Die nützen da ebenso wenig. So. Ab aufs Förderband damit. Gut. Sechs, acht brauche ich. Gut. Dann bauen wir uns doch einen fahrbaren Untersatz. Und vielleicht ein bisschen besser qualifizierte Stromleitungen. Nicht hier das Ganze mit den hölzernen Masten. Eisenbahn, dazu werden wir irgendwann wahrscheinlich auch kommen. Wie viel habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Woran mangelt es? Auto. Füttern wir mit Kohle. Und dann geht's doch schon mal einiges schneller als zu Fuß. Die alle hier nach unten lege, brauche ich einiges an Rohren und wahrscheinlich zu wenig Eisen. So. Der muss hoch. Da runter. Die letzte Pumpe. Und dann mache ich die Ölverarbeitung etwa hier hinten.
Ja, brauchen wir etwas Verteidigung. Nur für den Fall. Gut. Explosives. Ich brauche einiges an Untergrundrohren. Für das brauche ich einiges. Und auch einiges an normalen Rohren. Geht ja vorwärts. Wir werden Batterien brauchen. War ein Stein. Nun. Und wahrscheinlich brauche ich da noch eine Pumpe. So, hier habe ich gesagt, okay, das geht noch ein Stückchen runter. Da waren die Untergrundrohre alle. Und das nächste Set ist alle. Ja, schon mal mehr Eisen holen gehen.
Da brauche ich mehr Rohre. So. Gut, bis hierhin mal fürs Erste. Sollte reichen. Dann oben noch den Strom und die Rohre verbinden. Gut, dann machen wir hier weiter. Das bringt uns zu den roten Schaltkreisen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil zuerst müssen wir unsere Ölproduktion zum Laufen bringen. Und ich habe so den dunklen Verdacht, dass wenn wir dann mal das Öl haben, dann müssen wir uns auch kurz mal wieder mit den Aliens beschäftigen. So. Hier und hier. Dann auch hier runter. Gut. Das war das. Dann brauchen wir wahrscheinlich mehr als nur drei Tanks. Mindestens vier, besser neun. Okay. Und dann brauchen wir auch mehr als zwei Raffinerien. Okay, wo gehen wir weiter? Schusswaffenschaden. Okay. Okay, hier produzieren wir jetzt auch etwas Verschmutzung. Das wird seine Auswirkungen haben. Dann hier. Eine Raffinerie.
Brauchen auch Wasser. Nicht für den Anfang, aber irgendwann, wenn wir fortgeschrittenere Rezepte produzieren wollen hier in unserer Raffinerie. Ja, Wasser rein. Dann den normalen Output haben. Brauchen wir auch etwas Strom. Sieht so aus. Ja, wahrscheinlich müssen wir erweitern, sobald wir die Raffinerien am Laufen haben. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Wir all das Zeugs gekraftet haben, was wir hier benötigen. So. Gut, dann. Sehen wir hier mal Ströme. Und dann brauche ich mehr Eisen. Am Anfang ist immer das Eisen. Und dann kann ich auch Output Beton. Genau. Wir haben Petroleum.
Flüssiggas auf Deutsch. Sehr gut, das lässt sich doch sehen für eine Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wo wir hier sicher erweitern werden. Also, bis dann. Tschüss!